wie du mit deinem Smartphone QR-Codes, Strichcodes und Barcodes ganz einfach einscannen kannst. Darum dreht es sich heute hier im Video. Und wie du das auf dem PC und mit deinem Smartphone alles machen kannst, das erfährst du gleich hier nach dem Intro. Bleib dran! Ui, das Video fängt erst an. Gut, dass du da bist. Sonst wäre hier einfach eine leere Wand und du würdest einfach eine leere Wand anstarren. Ja, ich weiß, der war nicht gut, aber was jetzt kommt, ist noch besser. Du warst vielleicht in der Corona-Zeit schon mal da im Restaurant und hast einen QR-Code auf dem Tisch gesehen. Hast dir gedacht, ach du Scheiße, ich habe gar keine App auf meinem Handy. Ja, was macht man da? Das ist nur einer der wenigen Beispiele, wofür man einen QR-Code oder allgemein eine Codescanner-App so braucht. Natürlich fragst du dich, wie man einen QR-Code so einscannt. Die App, die ich jetzt vorstellen werde, die kann nicht nur QR-Codes, Strichcodes und sonstige Codes da einscannen, die kann alles erkennen. Damit meine ich Objekte, irgendwelche alte Sachen, die du vielleicht nachkaufen willst, vielleicht wo du nicht weißt, wie das Werkzeug heißt, du kannst damit alles einscannen. Und wie die App jetzt heißt, das zeige ich dir jetzt. Mal gucken, ob du das erkennst. Oh, ja, genau. Wir nehmen unser Handy in der Hand, ne, genau, und gehen in den Google Play Store. Hier geben wir einmal Google Lens ein und installieren über diesen grünen Button. Einmal auf Installieren klicken, damit die App installiert und danach, wenn die Installation fertig gelaufen ist, gehst du hier auf Öffnen. Ja, jetzt hat sich die App hier geöffnet und du siehst schon, die App ist sehr einfach gehalten. Man braucht auch nicht mehr als die Kamera. Man geht jetzt oben auf das Kamerasymbol und wahrscheinlich wirst du noch gefragt, ob der Zugriff auf deine Kamera haben darf. Das musst du natürlich bestätigen und dann kannst du direkt, nimmst du einfach dein Handy in die Hand und kannst alles einscannen, wie du es gerne haben möchtest. Wenn du jetzt einen QR-Code einscannen möchtest, dann gehst du einfach zum QR-Code und dann klickst du auf Fotografieren. Dann fotografiert er es ab und erkennt das automatisch und öffnet die Seite. Die wird dann unten einmal angezeigt, da musst du einfach hochsliden und dann kannst du die Seite dir angucken. Oh, das fängt doch schon an hier. Genau, ich habe mir diese Fruchtgummis hier einmal eingescannt. Die schmecken saugeil. Musst du dir auch mal gönnen. Sind einfach noch Hammer. Und falls er das Bild oder den QR-Code nicht erkannt hat, dann musst du gucken, dass das Blatt gerade ist, sauber. Und wenn das Licht nicht reicht, kannst du oben links aber den Blitz aktivieren. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann pack ein paar Lampen dahin. Dann müsst das auch. Ja, und was ist, wenn ich den QR-Code auf dem Bild habe? Das kannst du mit der App auch ganz einfach. Unten hast du wahrscheinlich schon erkannt, sind die Bilder. Wenn du da ein bisschen runterscrollst, wenn du viele Bilder hast, ne? Ein bisschen runterscrollst und auf ein bestimmtes Bild klickst, dann erkennt er automatisch die Texte, den QR-Code. Da musst du dann auf das Feld klicken und dann öffnet er das auch. QR-Code scannen ohne App, das kannst du auch ganz einfach machen. Hierfür begeben wir uns einmal zum PC und öffnen unseren Browser. Danach gehen wir in unsere Google-Maschine und geben hier QR-Code, Barcode online scannen. Im Suchergebnis werden jetzt einige Sachen angezeigt, aber bevor wir das Ganze machen, benutzen wir erstmal Google Lens. Ja, hast du richtig gehört. Google Lens gibt es hier natürlich auch. Nämlich oben in der Suchleiste da rechts hast du einmal so zwei Symbole. Da kannst du dann einmal Google Lens öffnen. Sind wir hier etwa bei Lenzen und Partner? Kennst du vielleicht nicht, war jetzt ein Insider, ich weiß. Aber ich wollte ihn einfach mal hier reinbringen. Ist mir gerade so eingefallen. So, dann öffnet sich hier der Dateimanager und hier kannst du jetzt dein Bild da auswählen, was du gern auswählen möchtest. Dafür musst du natürlich vorher ein Foto machen, damit du das da auswählen kannst. Das kannst du natürlich mit deinem Smartphone machen. Kannst das auch direkt über die App machen. Aber wenn du das Bild auf dem PC hast, Dokument, Rechnungen eingescannt hast, dann kannst du das hier ganz einfach. Und was ist, wenn ich das Bild nicht auf dem PC habe? Ja, da können wir auch was gegen machen. Nämlich unten in die Suchergebnisse klickst du auf das erste. Astpose heißt die Seite. Ja, ist ein bisschen komisch, aber wollen wir uns nicht damit beschäftigen. Hier auf der Seite siehst du schon, aha, hast du direkt schon QR-Code-Scanner. Und hier kannst du theoretisch auch das Bild hochladen. Wenn du den Code jetzt hier einscannen willst, klickst du einmal auf Kamera. Dann musst du den Code nur vor die Kamera halten, ohne jetzt irgendwas zu fotografieren oder so. Da müsste das automatisch kennen. Du hast da so einen kleinen Kranz, da muss das dann drin rangehalten werden und fertig ist die Sache. Alle genannten Apps und Anwendungen sind natürlich in die Beschreibung gepackt. Da kannst du dich reinfuchsen, wie du willst. Und wenn du jetzt zurück im Suchergebnis gehst, dann siehst du da natürlich noch weitere solche Anwendungen, QR-Code-Scanner und so. So, aber natürlich gibt es im Microsoft App Store auch selber QR-Code-Scanner. Aber bei den Bewertungen, die ich da sehe, und installieren ist immer eine schlechtere Variante, um das Ganze dann zu machen.